So, da bin ich wieder. Okay. Die ist so wieder fertig mit Ochsen. Ich mache mich gleich dran. Gut. Dann einmal das. Hab ich eine Quest? Da ist die Schocktrommel, die will ich noch nicht machen. Das ist da oben. Botschaft der Republik. Okay. Also dorthin. Da ist der fertig. Hier habe ich wieder ein Geschenk. Was ist das denn? Kopfschutz des Visionärs. Das habe ich schon, das andere Teil. Hier rein. Hier lang. Und wo jetzt hin? Nach da hinten. Ne? Ich muss mal ganz kurz was nachschauen. Nö. Okay. Was ist das? Nebenmund. Ach, eine Nebenquest. Wozu die Waffen? Erwartet ihr einen Angriff? Warum erzählt mir euer Klient nicht davon? Auf mein Wort, es wird geschehen. Okay, ich habe mal wieder eine Nebenquest gefunden. Ach, das ist alles hier in der Stadt. Benutzt die Holotomins Antilanzer. Ja, okay. Ah, gut, die machen wir noch schnell nebenbei. Ein Homo-Terminal. Da ist eins. Ha! Tod! Er hat erlaubt, dich zu heilen. Was hast du davon? Du heilst dich einfach? Nö. Nicht mit mir. Begib dich zum westlichen Ankerhead. Modifikation 26, Modifikation 22.
Rüstungsaufbauwerkstatt. Sündfertigung. Modifikation 30. Das sind ja alles Billo-Sachen. Kunstwerk. Waffenbau. Was waren da oben für einer? Crew-Fähigkeitenhändler. Warte mal, waren da nicht auch hier oben die... Ja doch, das war hier oben mit dem Jedi. Spezialgüter, Cybertech-Handwerk. Zeig mal her. Lichtschwert ist tugendhaft, bla bla bla. Wenn ich das aufrüste, müsste das besser sein als meins tatsächlich. Ach, das hat schon Verbesserung 72 drinnen. Nee, dann bleibt das schlechter. Gut. Dann nehmen wir das nicht. Gibt es hier irgendwas drin? Nö. Was ist das? Republikanischer Bankier? Erinnerst du dich noch, wo dieser Padawan war? Der liegt irgendwo hinter einem großen Schrotthaufen. Der ist tot. Zelte. Ah, okay. Ja, das habe ich auch zum Anfang erst gemacht, die ganzen Zelte abgeklappert. Da habe ich so die ein oder andere Lootkiste noch mitgenommen. Ach, Soldatenausbilder. Wo waren denn die Jedi-Typsis? Die waren doch hier irgendwo. Skorkinner? Oder waren die hier hinten unten? Biochemie? Jedi-Botschafter-Ausbildung. Wo ist der andere Jedi-Typsi? Das kann doch nicht der einzige sein. Muss doch nicht immer ein Jedi-Ritter. Haha, doch. Ich teile mein Wissen gerne. Wenn es Jedi-Botschafter gibt, gibt es auch Jedi-Ritter. Nein, scheiße, Steam zumachen. Aus, pfui. Wir können jederzeit so zusammen üben. Ich will Stufe 45 Gleiterrang 3 haben. Erfurcht. Irritiert bis zu 8 Feinde in der Nähe. Ach, scheiß drauf, wird gekauft, aber nicht ausgerüstet. Wir können jederzeit zusammen üben. So, dahinter muss ich. Du kannst davon ausgehen, wenn es nur einen Ausbilder gibt, dass es die anderen hier nicht gibt, Darko. Wenn es einen Ausbilder gibt, gibt es die anderen auch. Muss schon immer jeden auf jeden Planeten geben. Gibt es nicht auf jedem Planeten, aber wenn es einen auf einem Planeten gibt, gibt es die anderen auch auf dem Planeten. Okay, freie Attentäter, Level 24.100 Leben. Ey, mit 4 Hieben seid ihr tot. Ich korrigiere 3. Der nur mit ihm? Der auch nur mit ihm. Hallo, Typsies. Oh, was muss ich denn hier machen? Ich muss da... War ich doch gerade. Siege den Uralt-Kommando-Attentäter. Wo ist denn der? Ja. Stopp mal. Nee, ich hab dir gesagt, sollst du mich schreiben. Ich bin am Stream, Janet. Ja? Und das hört man jetzt auch im Internet. Ja, dich hört man nicht, aber mich. Schreib mir bitte alles. Gut, danke, tschüss. Alter, die kann sich nichts merken, die Frau. Sind davon, man hört auch sie. Ja, und wenn es nur scheißegal. Man hat die angerufen. 15, 30 ungefähr, so vor 4, 3,5 Stunden hat die angerufen. Die kann sich das nicht merken.
Zähne, ey. Das ist peinlich für eine Mutter, dass man sich nichts über Stunden lang machen kann. So, wo ist jetzt dieser uralte Typ hier? Mission ist erledigt, jetzt will ich den Alten haben. Ich muss da hoch. Toida, du hättest mit Leid ohne nichts mehr aus. Raum gerannt. Da ist der Opa. So. Kehre zu Ramalama Dingsbums zurück. Gerne machen, wenn ich hier rüber komme. So. Nee, gar nicht, man hört nichts. Und wer ist Janet? Frechheit. Erstmal hallo Olaf. Und dann zweitens, Janet ist meine Ex-Frau. Und über die müssen wir uns hier nicht unterhalten. Reicht schon aus, dass die mich anruft. Stimmt, da war was. Du kannst dir auch nichts merken über Monate, Jahre hinweg, hä? Peinlich für dein Alter. Und jetzt überleg dir ganz genau, was du schreibst. Ich weiß nämlich schon, was er schreiben will. Jedenfalls vermutet er das, oder? Ja, ist klar, wenn ich bei Olaf mit Alter anfange, dann kommt meistens von ihm was diesbezüglich. Deswegen soll er sich ganz genau überlegen, was er schreibt. Euer Klient ist jetzt in Sicherheit. Ich habe alle Attentäter erledigt. Me 3700 Credits. 19.000 Erfahrung für die Quest. Oh, könnte besser sein. Hoffentlich, Olaf. Hoffentlich. Hey, Storybereich. Wo ist mein Vogel? Komm. Komm zu Papa, komm. Ich mag den Vogel irgendwie. Ich muss noch mal auf Taris, vielleicht kriege ich da noch so ein Ei. Warum willst du noch so ein Ding? Um dich zu ärgern, dass ich dann zwei habe.
Lasst mich zufrieden! Ich habe euch nichts getan! Ihr habt Firmenunterlagen gestohlen, Camus. Chaka nimmt Industriesabotage äußerst ernst. Kontakt! Das Subjekt ist... ein Jedi. Wie lauten eure Befehle? Ihr kennt die Routine. Keine Überlebenden, dann sickert auch nichts durch. Wenn ihr einen Kampf wollt, könnt ihr ihn haben. Feuer eröffnen! So, alle tot. Wo ist denn der Feigling da oben? Olaf schreibt, ich würde nie auf die Idee kommen, deine Haare... Ich hab schon drauf geantwortet. Sind wir jetzt sicher? Sind sie tot? Entspannt euch. Jetzt braucht ihr nicht mehr einzugreifen. Ich dachte, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Ich muss... durchatmen. Tief durchatmen. Mein Name ist Camus Orden. Früher war ich Buchhalter. Meine Firma hat diese Leute geschickt, um mich zu töten. So sieht bei der Chaka Corporation eine Abfindung aus. Was war denn hier los? Camus, ihr wisst doch, ich will keine Leichen in meinem Arbeitsbereich rumliegen haben. Ihr hättet hier sein sollen. Ihr habt geschworen, mich zu schützen. Tut mir leid, Camus. Als Repräsentant der Republik muss ich zumindest dem Anschein nach diplomatisch mit den Einheimischen verkehren. Ich habe bereits einmal mit euch gesprochen. Wie erklärt ihr jetzt das hier? Oh, ihr habt wohl Camus gerettet. Vielen Dank auch. Ihr merkt schon, wir haben nicht genug Personal. Und ich bin in Wahrheit kein Bürokrat. Und das erzählt ihr mir erst nach einem Monat. Dies ist ein Projekt des Strategischen Informationsdienstes der Republik. Eine Geheimoperation. Eine sehr wichtige Sache. Mysterien, Industrieskandale und gefährliche Technologie. Viele Leben stehen auf dem Spiel. Ihr könntet die Entscheidung bringen. Ich hoffe, der Strategische Informationsdienst will mich nicht auch im Dunkeln tappen lassen. Tut mir leid. Ist so eine alte Gewohnheit. Es fing alles an, als Camus ein paar Unterlagen der Chaka Corporation an das örtliche Sicherheitsbüro der Republik weitergab. Wir beobachten Chaka schon seit einer Weile. Sie haben eine Menge Skandale vertuscht und krumme Dinger gedreht. Aber diesmal war es etwas ganz Besonderes. Unter den Dokumenten befanden sich alte Abrechnungen. Unter anderem wurde eine Forschungsanlage für 1 Milliarde Credits errichtet, zur Untersuchung eines Typ-7-Geräts. Typ-7-Gerät ist der Chaka-Code für eine Waffe, die einen ganzen Planeten ausrotten kann. Und deshalb will Chaka euch tot sehen. Ja, genau. Es hat sich herausgestellt, dass sie das Projekt schon vor Jahrzehnten aufgegeben haben. Wir wissen nur durch Zufall, dass sich die Anlage hier auf Tatooine befand. Camus und ich sind hergekommen, um herauszufinden, was für eine Massenvernichtungswaffe Chaka hatte und um zu verhindern, dass sie die Beweise... und uns beiseite schaffen. Wenn sich das Gerät auf Tatooine befindet, sollten wir keine Zeit verschwenden. Soweit wir wissen, hat das Gerät verrückt gespielt. Und Chaka hat sich lieber verzogen, als klar Schiff zu machen. Es war extrem schwer, Hinweise auf Chakas Projekt zu finden. Genauer gesagt, unmöglich. Ein Ansatzpunkt ist noch übrig, aber für Camus und mich ist das zu gefährlich. Eine alte Anlage, die Chaka als Bereitstellungsraum verwendete. Sagt mir, was ich da zu erwarten habe, und ich bin schon unterwegs. Nachdem Chaka sich zurückgezogen hatte, wurde die Anlage von einer Bande gamorreanischer Räuber übernommen, die keinen Besuch mögen, wie ich feststellen musste. Aber wenn ich mir die Leichen hier ansehe, solltet ihr es auch schaffen, an den Gamorreanern vorbeizugelangen und Chakas alte Archive nach Daten zu durchstöbern. Klingt ziemlich einfach. Seht euch vor. Es ist wichtig, die Unterlagen zu finden, die Chaka in der Anlage zurückgelassen hat. Aber bleibt bitte am Leben. Das hätte ich selbst nicht besser sagen können. Ja.
Na dann. Ach, schade. War wohl nicht meine beste Arbeit. Oh, aber nö, warum? Du hast gutes Zeug gebracht. Endlich vertraut ihr mir eine Aufgabe an. Schatzsuche 600. Wo muss ich hin? Zerka-Gedöns. Das ist dort, da komme ich, wenn ich zu dem Außenposten gehe. Zu dem da. GLHF Pletschke. Was ist denn das, Olaf? Wenn du noch da bist. Das haben wir uns das letzte Mal schon gefragt, was da vor deinem Namen ist. Mal fragen, wenn du nicht mehr da bist. Ich könnte es halt anklicken, ne? Aber will ich nicht, dass da irgendwas mache. Oder wir müssen Olaf einfach mal vor C runterziehen. Ach, da erkläre ich gleich. Okay. Okay, okay. Checker-Dings. Hier. Die Schweinemenschen sind aber leicht. Die sind easy peasy. Schaffe die Aufzeichnung. Genug.
So, Bonusaufgabe erledigt. Warum sind die grün? Ach, mit dem Typ muss ich reden. Also, was sagt ihr? Kommen wir ins Geschäft? Fantastisch. Ich habe keine Ahnung, was ihr da gerade gesagt habt, mein grober Freund. Aber es ist fantastisch. Sir, Eindringlinge! Nanu, ihr seht nicht aus, als würdet ihr zu Shirks kleinem Gamorreaner-Clan gehören. Gehört ihr zur Charka Corporation? Aber ja. Lasst mich raten, ihr seid wegen Camus hier, oder? Die kleine Ratte kann ganz schön laut quieken. Ich kann natürlich nicht zulassen, dass ihr mir das Geschäft vermisst. Ich würde euch ja selbst umbringen, aber im Augenblick geht das gerade nicht. Ich nehme mir nur, was ich brauche. Shirk, sagt mir bitte Bescheid, wenn das hier erledigt ist. Los, alle Mann, Waffen raus! So, da haben wir die Daten. Schön. Piepsi ist auch wieder dabei. Seitdem ich aber den kleinen Minivogel habe, läuft's bei mir irgendwie. Also. Oh! Recht guter Dinge, ja. Sprich mit dem Abgeordneten. Der war da oben irgendwo. Oh, ich liebe diese Schnellreise. Warte mal, wo war der Ausgang hier? Da muss ich. Tschüss, Altor. Hauptsache Piepsi ist dabei. Mist. Der Sack ist auch mitgekommen. Mir wäre wohler, wenn wir die Basis wechseln, Fowler. Das gefällt mir nicht. Das sagt ihr jetzt. Aber wartet nur, bis ihr die echte Wüste gesehen habt. Hey, seht mal, wer wieder da ist. Und am Leben. Seid ihr auf etwas gestoßen? Auf Ärger. Ich habe eure Daten gefunden. Zusammen mit Gamorreanern und einem Charka-Stoßtrupp. Mist. Die scheinen uns einen Schritt voraus zu sein. Meister Fowler? Wir werden kontaktiert. Hallo zusammen, Meister Fowler, Meister Orden und mein netter Besuch aus dem gamorreanischen Versteck. Ich freue mich besonders, euch wiederzusehen. Ich hoffe, es geht euch gut.
gibt's. Worum geht es? Ganz ohne Umschweife. Da ich zuvor nicht die Gelegenheit hatte, wollte ich mich offiziell vorstellen. Ich bin Gaiam Lexander und spreche für die Cherka Corporation. Ich kenne diesen Namen. Die Republik scheint Cherkas Eigentumsrechte in Frage zu stellen. Ich bin nach Tatooine gekommen, um unser Eigentum sicherzustellen, einschließlich Camus Orden. Nur Camus, wirklich? Ihr seid doch hinter mehr her als einem Buchhalter. Möglicherweise, aber irgendwo muss man beginnen. Cherka wird tun, was nötig ist, um ihre Interessen zu wahren. Und ich versichere euch, dass unsere Abgeordneten im Senat jegliche Zwischenfälle rechtfertigen können. Lexende. Er ist wohl der Sohn eines Vorstandsmitglieds. Er leitet angeblich die Sondervollstreckungsabteilung. Reiches Söhnchen, dessen Hobby Liquidierungen sind, steckt bis zum Hals voll mit Kybernetik. Die guten Neuigkeiten sind, dass Cherka ihn nicht geschickt hätte, wenn wir auf der falschen Fährte wären. Er will uns von der alten Anlage fernhalten. Camus und ich könnten etwas Zeit brauchen, um diese Daten durchzusehen, aber ich brauche euch trotzdem. Sagt Bescheid, wenn ihr in Richtung Wüste aufbrecht. Ich arbeite weiter für euch, aber mir gefällt die Richtung nicht, die diese Sache einschlägt. Ehrlich gesagt, mir auch nicht. Ihr könnt mich über eine sichere Leitung aus einer der Militärbasen erreichen. Wir sprechen uns bald wieder. Das ist alles Lobob-Zeug. Hier habe ich schon wieder ein Geschenk. Das ist auch wieder ein Geschenk. Genau. Das hier. Das ist kein Geschenk. So, wie spät haben wir es? 20 Uhr. Ja, 20 Minuten noch, dann war es das für mich heute. Wechseln auf wahrscheinlich nicht mehr. Nee. Dann hätte ich schon vor einer Stunde ausmachen müssen. Ich muss da meiner Ex erstmal antworten. Und ja. Ich bin auch müde, müde wie Sau. Ich will dann noch Backofen anmachen, mein Essen aufheizen. Ne? Ja, ich muss allgemein dann noch Essen machen. Ja, morgen möchte ich ein bisschen ausgeruhter sein. Vor allem, wenn ich vormittags Skyrim für mich zocke. Wenn du wieder Lust findest. Ich denke mal schon. Das war ja nur, weil ich heute davor ein anderes Spiel gespielt habe. Da habe ich halt nach dem Spiel eigentlich kaum noch Lust, ein anderes zu spielen. Das ist halt bei mir ganz seltsam. Das ist wie, wenn ich jetzt 1-2 Wochen lang ein Spiel nicht gespielt habe. Da komme ich nicht mehr rein. Ich muss tatsächlich... Wo muss ich denn hin? Was ist das? Holoterminal. Das ist da drüben. Willst du mich verarschen? Hier ist immer noch was, was ich aufdecken muss. Das ist der einzige kleine Rest. Und das krieg ich nicht hin. Da führt auch kein Weg hin. Ich verstehe das nicht. Schnellreise dahin. Wolltest du mir schon an meine Schwester schreiben? Ich will jetzt mal wissen, wann es so weit ist. Sagt dann wahrscheinlich, oh, schon seit 2 Wochen. Nee. Letzte Woche. Ja? Holocron. Wo ich jetzt mal absolut keinen Plan habe, wie ich reinkommen soll. Wo bist denn du? Ich stehe in Riedgeside Wachposten.
Dünen mehr. Ich glaube, das zählt noch zum Jungland. Ganz rechts. Hä? Hier ist nicht so ein Außenposten. Ich bin gerade im Jundland. Machen wir die große Map off. Genau, und da habe ich unterm, ja, es wechselt nicht so, unterm Außenposten Lagona, ziemlich genau unten. Also die große Map, nicht die kleine. Von du warst aber eben schon auf der richtigen Map. Jundland, ja. Ganz rechts. Hier, Außenposten Lagona. Habe ich genau. Hier. Und da, wo bei dir Außenposten Renard steht, das habe ich noch nicht aufgedeckt. Bei mir steht da halt Ritge seit Wachposten. Aber kurz gesagt, da, wo dein Cursor jetzt ist. Ja. Ja, jetzt weiß ich nicht, wo du ihn bewegt hast. Egal. Vom Außenposten. Der ist unten bei Außenposten Renner. Ja, eben, der war vorher woanders. Der war vorher bestimmt hier oben irgendwo. Oder hier so. Mach mal kurz die Händler. Ich stehe nämlich genau neben dem Händler an. Wenn du die Händler anmachst, kann ich das besser zeigen. Kannst du ja später wieder umändern zu Taxi. Und der ganz rechte. Südost, der ganz rechte Händler. Republikanischer Sanitätssolide müsste das sein. Ja, da bin ich. Dann da ist das Holocron. Dann warte mal ganz kurz. Ich hau nicht ab, keine Sorge. Die Taxi-Plattformen sind geöffnet. Da in der Nähe hast du aber auch noch keins, oder? Nee. Oh, Glück gehabt. Was ist das dann? Wäre das das fünfte? Das wäre dann das fünfte. Ich habe ja schon zwei am Anfang in der Dunwüste. Du hast zwei, wo man mit Ballonen kommt. Das ist das fünfte. Ja. So, ich bin jetzt hier am Außenposten angeflogen gekommen. Du bist nicht bei dem, sondern bei dem anderen Arsch da unten. Warte mal, welche Richtung war denn das? Hier lang. Ja, ich weiß. Oh, dann hier hoch. Da kommt so ein ekelhaftes, fettes, großes Rindviech. Ach, da muss ich noch ein ganzes Stück fahren. Ja, es dauert noch ein bisschen. Ich wollte währenddessen noch was anderes machen, aber das schaffe ich nicht. Dann warte ich dort. Jetzt hier einmal scharf eine Dingsbumskurve. Ach komm, leck mich doch am Arsch, du Scheißvieh. Da oben, da schießt irgendeiner. Sandleute. Das müsste doch jetzt eigentlich hier sein, um den Berg herum. Ja, da bist du. Ach, das da oben? Ja. Leute, das habe ich gar nicht gesehen, als ich dann gebreddert bin. Aber ich weiß nicht, da muss man irgendwie anders reinkommen. Auf jeden Fall eine Höhle. Und die einzigen Eingänge, die mir einfallen würden, wären von unserer Position aus schräg nach oben rechts. Dort führen so zwei, fast schon wie eine Missgabe, so eine Stimmgabe. Ja, ich sehe sie, ne? Und das weiß ich halt nicht, ob das da. Da wird halt kein Eingang gezeigt. Aber ja, du, das ist wie bei mir auf der Map, fehlt mir noch eine kleine Ecke zum Aufdecken. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Das ist irgendwie auf einem Berg. Ach nö.
lass mich doch in Ruhe. Die Mistgabel ist auch oben auf dem Berg drauf. Oder täusche ich mich da jetzt? Dass sie so auf dem Berg oben drauf wäre, wäre ja gar nicht so schlimm. Ja, weil ich bin hier gerade durch das Gebiet der Sandleute und da war definitiv kein Höhleneingang. Ja, wir müssen, glaube ich, noch ein Stück weiter außen rum. Ja, ich habe gedacht, wenn das unterhalb ist, dass man da das Stein einfach runterspringe. Ja, ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Komm, Piepsi, immer schön bei mir sein. Ah, scheiß drauf, Schnellreise geht schneller. Plätschke ist dafür, damit man nicht raged in Shootern wie Valorant oder CSGO. Und das ist sowas wie ein Versprechen, das man da unterzeichnet. Okay. Als ob du nie ausrastest bei Spielen. Das ist ja mal sowas von gelogen. Das ist ja gelogen. So, in der Theorie müsste ich jetzt hier rum, hoffe ich. Ich bin gleich bei der Abzweigung. Ich bin zum Außenposten, ist beides rot, die Wege. Ich bin schon davor, ist beide rot. Also muss es einen anderen Weg geben. Eingang gibt es hier nicht, ne. Und die beiden, okay, das wäre ziemlich weit weg, aber die beiden Wege da oben, wo so Häuser symbolisiert werden, wo führen die hin? In die Häuser hier rein. Okay, da bin ich ja gerade. Dann gibt es theoretisch noch... Da sind die fliegenden Ratten. Bleiben wir jetzt ab sofort die fliegenden Ratten, ey. Ey, ich fahr jetzt nochmal einfach zurück. Und guck mir mal den Weg nach links unten an. Da war ich zwar schon, aber. Ja, wer weiß. Ich muss erstmal hinfahren. Ja, ich muss. Das dauert bei mir ohne Weilchen, bis ich da bin. Vor allem, wenn man sich verfährt. Ach, das ist ja wieder hier bei den... Och, nee, jetzt werden schon wieder angegriffen die ganze Zeit. Jupp. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Lass mich bloß in Ruhe, ihr Hunde. Hui!
Lasst mich doch in Ruhe. Kümmert euch um meinen Partner. Der liebt es, mit euch zu spielen. Nein, ich habe mich hier festgepackt. Nochmal so richtig, leck mich. Okay, hier wo ich bin, gibt's keine Höhle. Dann müssen wir noch ein Stück weiter rennen. Weißt du, wie man sich töten lässt, wenn man. Nee, es gibt einen Befehl für den Chat, da wirst du ein paar Meter neben deinen Punkt gesetzt. Kennst du den? Ich kannte den mal. Ja gut, muss ich warten, bis die Abklingzeit der Schnellreise vorbei ist? Nö, du brauchst einfach bloß mal Google benutzen. Ja, 36 Sekunden. Genau, hier war ich ja schon mal wegen dem unaufgedeckten Gebiet. Das heißt, normalerweise da oben geht noch ein das ist hier oben, wo ich jetzt... Nee, das ist da oben. Müsste ich da hin. Da oben ist nämlich eine Höhle. Die führt aber nicht in den Berg rein. Wo man rein theoretisch rein muss. Der Berg hört nämlich genau hier auf, wo ich bin. Deswegen. Verstehe ich das jetzt nicht so ganz. Das ist das. Ob wobei. Okay, die Höhle ist rot, da komme ich nicht rein. Da unten war ich schon. Da. Nein, ich. Die haben mich runtergeschossen, die Mistratten. Ah, ich bin wieder hier oben gespawnt. Nö. Nicht so, nicht mit mir. Kopf ab. Der hat mich schon wieder weggebaut, der Hund. Alter, jetzt reicht's mir mit dir, du Scheiß. Idiot. Verreck endlich. Hier, wo ich bin, geht's definitiv auch nicht in die Höhle rein. Weil das wäre schon zu weit weg. Das ist schon wieder ein komplett anderer Berg, wo ich da gerade hingucke. Ja, mal abgesehen, also zu weit weg, sage ich, ab Tatooine gibt's das nicht mehr, denn ja, dieser Luftballon, mit dem ich gereist bin, der ist auf einer ganz anderen Map-Karte gestartet. Ja, aber dahinter gibt's nichts mehr. Da ist Map-Ende, auch von der großen Map. Na gut. Dem Map-Randende haben sie mich ja gerade runtergebaut, die Schweinebacken.
das muss irgendwo hier am Rand dann sein. Woanders geht's nicht. Irgendwo hier am Rand. Hier oben war ich schon, da gibt es auch nichts. Da hinten war ich, da gibt es nichts. Da geht's nicht. Lass mich in Ruhe. Hier gibt's auch nichts. Willst du noch mal zum Dingsbums kommen? Zum Holocron? Moment. Ich guck, denn ich hab da einen Weg. Da muss ich gucken, dass ich hier ungeschadet rauskomme. Ich hab nämlich einen Weg gefunden, der damit zusammenhängt, dass ich Tollpatsch bin.
schon wieder Wärtsch angegriffen, ey. Ich hatte nämlich hier runter geguckt und bin runtergeplumpst. Ja, und? Genau, und du siehst da unten ja so einen Felsvorsprung, wenn du da lang kletterst. Ich weiß nicht, ob das so mit dem Spike geht. Dort kommst du in die Höhle und dort musst du dich dann einfach durchkämpfen, es sei denn, die sind noch nicht nachgespawnt. Und dann hast du es dort. Und ich bin halt dort, ich hatte einmal runtergeschaut und bin dann aus Versehen runtergeplumpst. Okay. Und dadurch hatte ich die Höhle da gesehen. Also, du kümmerst dich um die Leute. Ich dachte, das wäre das andere. Da hat er gerade die Macht aufgelöst. Oh, leck mich in die Fresse geschissen. Jetzt muss ich 30 Sekunden warten. Das ist die letzte Aktion für heute. Die anderen zwei Holokrone, die hole ich mir dann irgendwann mal, wenn ich nicht streame. Oder wenn ich streame und mache dabei meine 5 Minuten Raucherpause. Da kannst du eher 20 Minuten Raucherpause einlegen. Hier drin aber auch nicht gerade ohne. Nee, das meinte ich halt, das kannst du nicht einfach mal deinen Kollegen erledigen lassen. Nur doch, die ersten hab ich's machen lassen. Ich bin bis zur Hälfte schon durch. Oh, Piepsi ist nicht mehr da. Was hast du mit Piepsi gemacht? Ich bin gerade gestorben. Doch, das Haus. Geht ja auch nicht um den Loot der Mobs, sondern um den Loot des Holocons. Oh, wie viele kommen denn hier noch, Reihe.
Letzte. Doch mal das Ding weg, ey. Na, wieder Beherrschung plus 3. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Stream heute für hier. Das mir in 5 Stunden reicht mir vollkommen aus. Morgen gibt es wieder Minecraft-Stream. Sonntag weiß ich noch nicht, ob Star Wars oder Minecraft, aber ich denke mal Minecraft. Und ich werde Minecraft-Wochenende einlegen. Und morgen Vormittag gibt es keinen Stream. Ich habe heute einen guten Morgen-Stream gehabt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die zugeschaut haben, die mit mir gechattet haben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Freitagabend und eventuell bis morgen zum Minecraft-Stream.